Jetzt geht's nämlich in Krieg an allen Fronten. Ihr seid. Ja, ja! Rettet uns! Nein! Wir wurden besiegt! Neu formieren! Die heutige Reise ist vorbei! Ah, jetzt geht's auf Mailand. Okay. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass wir das schaffen, Mailand auch zu halten. Sie belagern uns, Kaiser. Sollen Sie ruhig versuchen, die Mauern einzunehmen? Jetzt nicht noch Venedig angreifen, dann bin ich ja rastig aber aus. So. Ach ja, ich hätte Ungarn angreifen sollen, diese kleine Städte Wien angreifen, Wien belagern. Und die belagern jetzt Antwerpen, das wäre witzig. Dann haben wir fast die Hälfte der Städte belagert. Ach, sie greifen an. Wie süß. Macht Ungarn. Ihr seid viel zu schwach. Ach, scheiße, jetzt greifen die an und... Ah, oh, das ist doch ein Scheiß, ist das doch. Ein Scheiß. So, egal. Sollen wir es probieren? Die Einheiten einfach übel schwächen. Okay, das machen wir. Scheiß drauf. So. Könnte die nächste Niederlage werden. Wir versuchen jetzt einfach den Gegner so schnell zu überraschen, dass diese erste Armee einfach besiegt wird, bevor die zweite wirklich aktiv werden kann. Und so können wir uns erst um die erste und dann um die zweite kümmern. Das könnte funktionieren. Positionierung starten. Wir haben Nahkämpfer viele. Und zwei Reiter. Okay. Es geht jetzt einfach um schnell Krieg führen. Wir müssen einfach möglichst schnell Krieg führen. Schlacht starten. Der Feind bringt Verstärkung! Schnell, lauf bitte wirklich. Laufen, 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 laufen. Ich brauche euch jetzt ganz schnell an der Front. Laufen. Und ihr könnt auch erstmal schon mal dahinter laufen. Wo seid ihr denn? Könnt auch schon mal dahin gehen. Lauft schon mal. Er wird nämlich jetzt relativ offensiv. So, ihr könnt diese, sollt euch nicht so bald in die Bredouille hier bringen lassen. So, zack. Bisschen weiter darauf. Und ihr beide. Bisschen weiter darauf. Oder ihr drei. So, zack. Passt schon. Dann können die Reiter jetzt mal gleich mal stehen bleiben. Zack. Gut, die Reiter kommen jetzt nach hinten und werden dann nachher auf den General gehen. Zack, schnell. Ich versuche die Ungarn jetzt wirklich schnell hier zu besiegen. Oder wir versuchen an der linken... Ah, hier, guck mal, hier kommen... Ungarische Edelmänner. Wir werden besiegt! Wir müssen die Taktik ändern! Wir werden doch noch gar nicht besiegt. Das ist doch noch nicht mal angefangen, so wirklich. Dann müssen wir da eh hier drauf. Das geht jetzt auf der Seite nicht umrunden. So. Wenn wir das gewinnen, dann wäre das echt super. Greifen wir einfach hier mit an. Versuchen wir die auf der Seite die Front einfach durchzubrechen. Also beziehungsweise die Reihe. So. Vielleicht ein bisschen schnellerer Kampf wäre jetzt super. 15% ausgeweitete Scheine ausweichen. 25. Krass, wie viel wir verlieren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so stark sind. Das sind doch eigentlich nur gesessene Feudalritter. Okay, sie haben schon ein bisschen stärkere Einheiten. Die ersten Ungarn fliehen, sehr schön. Dann können wir jetzt hier versuchen, den. Okay, wir gehen auf den Leibwagen des Generals jetzt drauf. So. Weil jetzt von denen merken nämlich die Ungarn, wir werden auf der Seite hier besiegt. Und wenn wir schaffen, die erste Armee zu besiegen, könnte das sogar klappen. So. Ach, er wird hier hinten abgemetzelt. Warum macht er denn nichts? Weg, 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 weg. Reite weg! Oh! Einfach weg mit euch, ist egal. Ah, der General lebt noch, sehr schön. Ist das der General, der da vorne drin steht, oder? Ach, lauf doch einfach weg, Alter. Schneller, laufen! Laufen! Oh, der General ist echt zum Scheißen! Zu blöd. Na egal, wenn wir Glück haben, können wir jetzt... Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren! Mein Herr, krass. Nur noch die halbe Streitmacht ist übrig. Aber der Gegner hat deutlich mehr Einheiten in den Kampf geschickt, also wird das echt spannend. Wir gewinnen auf der Front hier, wir gewinnen. Das heißt, die Ungarn ziehen sich zurück. Gut, das heißt, wir müssen die zweite Armee gleich noch besiegen. So, okay, aufpassen jetzt hier, nicht umringen lassen.
So, okay. Oh, los, weiter hier auf die Truppen drauf. Ah, warum fliehen denn auf einmal alle? Wir müssen die Taktik ändern. Warum fliehen denn auf einmal alle? Was soll denn das? Hey! Warum fliehen denn auf einmal alle? Was soll das? Es war so gut. Wir haben selten eine Chance gehabt. Wir hätten das wirklich schaffen können. Zurückziehen und neu formieren. Unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser. Alter, ist das schwer. Jetzt geht's gegen Ungarn wirklich in schweren Kampf. Wir haben zu viele Gegner. Das ist echt nervig. So. So. Ja? Das wird ein Festmahl für die Krähen, wenn wir uns begegnen. Befehle, Kaiser. Da hinzufügen. Kaiser. Ja. Lasst uns. Ja, mein Kaiser. So, kriegen wir noch zwei Einheiten hierzu. Warte mal, nein, die sind ja völlig kaputt, sehe ich gerade hier. Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ne, er hier kann hinzugefügt werden. Dann kommt er noch dazu. Und dann löse ich ihn hier auf. Da bringt mir einer. Kaiser! So, auflösen. Ja. Angriff. Angriff auf Dion. Das ist der nächste. Die nächste Schlacht. Siedlung angreifen. Krass, 5 zu 3, das müssten wir doch schaffen. Damit könnten wir Mailand besiegen. Haben wir den ersten Gegner schon mal weg. Und dann rückt die Armee einfach weiter nach Frankreich vor, um Frankreich unter Druck zu setzen, um sie in ihrem Heimatland wirklich Probleme zu kriegen. Wir müssen unten versuchen, Mailand und Genua zu halten. Das ist sehr, sehr wichtig. Mal gucken, was unser Kaiser zu sagen hat. Kaiser, Henry, Sie haben das Wort. Oder ihr habt, warum sie? Eigentlich ihr habt das Wort. Ich habe das Gefühl, der Gestank unserer Feinde lässt meine Rüstung rosten. Also töten wir sie schnell. So. War es das schon? Der Kaiser ist auch kein Freund der vielen Worte. Positionierung starten. Krass, wie viele Reiter wir haben. So. Ja. Auf 1 bitte legen. Auf 1 legen und die Reiter kommen dazu. So. Unser Kaiser kommt da auch mit. Obwohl, unser Kaiser halt erstmal zurück. Nein, der wird hier hinten. Der kommt da raus erstmal. Das ist der Kaiser. Der darf nicht wegsterben. Was man gesehen hat, wenn ein General stirbt, wie schnell die Moral dann verloren geht, haben wir ja vorhin schon gesehen. Da hätten wir nämlich gegen die Ungarn gewinnen können. So. Und jetzt gehen wir auf die 2. Wir kommen bitte auf die 2. Ja, genau. Ihr legt bitte euren Rambock erstmal weg. Und geht auf die 3. Gut. Dann kann es ja jetzt losgehen. Rambock. Und Schlacht starten. Rambock hier drauf. Mauer da. Dann werde ich 2 von den Einheiten wahrscheinlich mit auf die Mauern schicken. Genau, 2 von den Einheiten kommen wir mit auf die Mauern. In die Richtung schon mal marschieren. Und 2 Einheiten dürfen schon mal in Richtung. Die müssen aber nicht rennen, ne? Gut. Sah irgendwie gerade so aus, als würden sie rennen. Ah, hier ein kleiner Grafikbad, laufen sie durcheinander. Bei den Dingswaffen ist das nämlich nicht so gemacht. So, egal. Das müssen wir gewinnen. Das ist sehr wichtig. Vor allem, wir müssen den Rambock da relativ schnell reinkriegen. Meine Bogenschützen müssen mitkommen. Einfach nicht dran gedacht gerade. So. Feuer auf die Einheiten hier. Sind das hier Anbruchschützen? Na, machen. Schießen wir einfach mal darauf. Zack. Und schnell bitte. Dann könnt ihr auch schon mal. Rückt auch schon mal langsam vor in die Richtung. Und die Reiter auch. Zack.
Oder wir schießen die Reiter dahinter ab, das wäre sinnvoller, über die Mauer rüber. Oh, wie schnell die jetzt auch mal alle da sind. Habe ich das schon. Oh, da ist mir die Festplatte gerade voll gelaufen, deswegen muss ich kurz pausieren. Der gegnerische General ist gefallen, ich weiß nicht, wie viel ihr gesehen habt. Soweit sind wir in der Schlacht vorangekommen. Und wir sind jetzt, wir haben jetzt ihn durchbrochen, die Gegenwehr, und können jetzt in die Stadt einmarschieren. Und jetzt mache ich auch mal weiter. So. Und alle Einheiten in die Mitte. Laufen bitte. Und ihr bitte auch. Und ihr auch. Kommt auch noch mit dazu. Laufen bitte. So. Jetzt kommt meine Reiterstaffel hier. Wird die Stadt einfach einnehmen. So. Sammelt euch alle in der Stadtmitte. Herr, unsere Männer haben das Kommando über die Stadt. Das ist sehr schön. Und die ganzen Einheiten laufen auch hinterher. Ein paar Einheiten sind, glaube ich, gefallen. Ich hoffe aber, dass die Armee stark genug ist, dass ich damit auf Frankreich marschieren kann, damit ich Frankreich unter Druck setzen kann. Unsere Soldaten haben die Mauern des Feindes eingenommen. So. Gebäude verloren, Tor. Okay, dann werde ich jetzt einfach. Ach guck mal, sie sind hier hinten tatsächlich noch. So, zack. Was sind denn das für welche Sperrmiliz sind das? Okay. Ihr könnt hier angreifen. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Okay, aller Angriff hier bitte drauf. Die Reiter können in der Mitte bleiben. So. Also ein paar Reiter kann ich hier mal drauf schicken. Von hinten. Wir haben die so, Schlacht Armee beenden. Geschlagen. Damit ist Dion unser. Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen. Schlacht beenden. Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg. Aber einige auch gestorben von uns. So. Dann wollen wir mal gucken, wie. Damit dürfte jetzt eigentlich Mailand Geschichte sein. Wir haben sie zerschmettert, Kaiser. So, Siedlung. Wir haben diese Länder gewaltsam übernommen. Siedlung ausrauben. Wie sieht es eigentlich aus mit Mailand? Gibt es noch tatsächlich Mailand? Gibt's auch. Ich hätte gedacht, die wären jetzt weg. Aber irgendwo scheinen die noch eine Stadt zu haben. So. Frankreich belagert uns weiterhin. Mein Kaiser. Kaiser! So. Was haben wir denn hier für Truppen drin? Werde ich hier auf jeden Fall mal den Steuersatz runtersetzen auf niedrig. Und hier auch. So. General ist hier drin, der hat sogar ein bisschen was drauf. Gucken, was deren General so drauf hat. Bayern Rittern kann es niemand mit mir haben. Ja, glaubst du, mit einem Sternkommando, genau. Ja, mein Kaiser. So. Wir haben viele, viele Bogenschützen da drin, das ist gut. Das wird ein Festmahl für die Krähen, wenn wir uns. Wir haben auch viele Söldner, das ist eigentlich gar nicht so schlau, wie die angreifen. Kaiser! Ich überlege, ob wir jetzt die Armee hier zurückschlagen sollen. Wie viel haben die denn? Ich werde meine Rüstung schon bald mit eurem Banner pullen. Ja, hat er gerade schon mal erzählt. So, Bogenschützen haben wir da drin. Ja, ich glaube. Ja, mein Kaiser. Angriff. Ja, Kaiser. 1:1. Das ist wichtig, dass wir das gewinnen. So, Prinz, der Prinz von den Franzosen. 313 gegen 200. Das machen wir. Ruhm für das Reich. Ich will Genua verteidigen. Und ich werde jetzt einfach mal offensiv versuchen, Genua zu verteidigen.